Grüß euch Leute, ja, der Tag neigt sich schon langsam wieder dem Ende entgegen. Ihr seht es hinter mir am Horizont, der Himmel färbt sich rot, die Sonne geht gerade unter, allerdings da auf der anderen Seite von mir. War ein weiterer anstrengender, aber wirklich super schöner Tag heute. Wir sind heute aus Stockholm raus, sind dann erstmal ein Stück gefahren, waren so um die 100 Kilometer und sind dann in ein kleines altes Dorf, Torsa, ich glaube Torsa war es, jetzt ausgesprochen. Haben dort einen kleinen Spaziergang gemacht, war ganz nett, sind dann weiter gefahren ein Stück in die Scheren, wobei das Haus eigentlich auch schon in den Scheren liegt, aber in einem kleinen Naturreservat, Naturpark, wo wir dann etwas spazieren gegangen sind, Heidelbeeren gegessen haben. es war sehr schön dort, sehr entspannend, war echt nett, hat viel Spaß gemacht. Und dann zum Abschluss waren wir noch in einem großen Tierpark, den Kolmården. Ich gebe euch die ganzen Locations natürlich wieder in der Karte am Ende des Videos, dass ihr ungefähr nachvollziehen könnt, wo wir unterwegs waren. Und also, wenn ihr mal nach Schweden kommt und euch Wildtiere interessieren, dann würde ich euch diesen Tierpark echt empfehlen. Er ist nicht billig, also der Eintritt ist echt schweinsteuer. Es gibt nur Tagestickets, also man kann jetzt nicht irgendwie am Nachmittag nochmal ein Ticket für 2-3 Stunden kaufen, das geht nicht. Es gibt nur Tagestickets, die sind auch relativ geschmolzen vom Preis, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man muss ganz ehrlich auch sagen, der Park ist es echt wert. Also man hat drinnen eine große 2,5 Kilometer lange Gondelbahn, mit der man fahren kann. Die kostet nichts extra, ist alles dabei. Große Spielplätze, kleiner Vergnügungspark, alles im Eintritt mit dabei. Und was für mich persönlich eigentlich das Wichtigste ist, die Tiere haben wirklich richtig große Gehege, die haben wirklich richtig viel Auslauf, die können sich dort wirklich schön bewegen. Das ist also echt richtig, richtig toll gemacht, muss man echt sagen, die tun da echt viel. Es ist alles sehr sauber, die Tiere schauen auch sehr gepflegt aus. Also jetzt nicht irgendwie verwahrlost oder so, also der Park ist schon seinen Preis wert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und zu guter Letzt sind wir dann noch von dem Tierpark ein Stück weitergefahren, so, keine Ahnung, 10-12 Kilometer vielleicht, in unser nächstes Hotel, unsere nächste Unterkunft, die Villa Friedhem. Und das ist jetzt auch genau das, wo ich jetzt gerade sitze, ein Stück davon entfernt, auf einem Aussichtspunkt, der angeschrieben war. Ich habe den zufällig entdeckt, habe mir gedacht, okay, die 300 Meter, die gönne ich mir jetzt heute noch, die gehe ich da jetzt noch hoch und die paar Höhenmeter, um euch da jetzt noch mal ein bisschen etwas zu erzählen. Es ist hier auch ein wunderschöner Lagerplatz, den zeige ich euch auch mal ganz kurz. Mit einer schönen Feuerstelle da hinten, wo man also Lagerfeuer machen kann. Auf drei Seiten die Bänke. Und ja, also ich denke, da so über dem Meer mit dem Ausblick. Also ich denke, das ist schon ein sehr, sehr netter Punkt, um auch mal den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Ja, in dem Sinne, Leute, lasse ich es für heute wieder gut sein. Ich quatsche schon wieder viel zu lange heute. Lasst es gut sein für heute. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dahin, euer Chris.